Und damit herzlich willkommen zurück hier zu Minecraft A New Life. So, hier sind wir ja letztes Mal stehen geblieben. Wir waren hier in der Höhle und ich habe mir jetzt mal ein bisschen, oh shit man, Gedanken gemacht. Es wäre vielleicht doch einfach besser umzuziehen, irgendwo einen neuen Platz zu suchen, weil hier haben wir leider halt kaum Bäume. Ist jetzt ein bisschen schade, weil wir da schon angefangen haben, aber naja, vielleicht findet man ja irgendwo noch was Cooleres. Was macht ja halt so keinen Sinn. Dann können wir theoretisch auch die Tiere hier mitnehmen. Wir laufen einfach mal ein bisschen da hinten in die Richtung und gucken mal. Jetzt sind wir halt immer in der Nähe vom Dorf, aber was soll's. Wenn wir einen Respawn-Engel haben, können wir dann eh immer. Dann können wir eh einfach laufen. Haben wir überhaupt Platz, um alles mitzunehmen? Ich glaube nicht. So. Weil das mit den Bäumen hier ist ein bisschen belastend. Auf jeden Fall brauchen wir unser Bett. Essen. So, da haben wir noch gebratenes Fleisch. Was haben wir denn da alles drin? Die Federn brauchen wir nicht. Die Erde könnte ich alles da lassen. Die Bretter nehme ich mit. Granit, die Erde, das können wir da lassen. Dann nehmen wir das Leder mit. Das nehmen wir mit. Das. Kies, Bruchstein, könnten wir mal einen Obsidian. Okay, ist es dunkel. Wir gehen natürlich, wenn es Tag ist, los. Suchen wir uns heute eine neue Stelle. Aber hier ist halt echt, naja. Hier ist halt echt ein bisschen belastend. So, das nehmen wir mit. Zwar, wir haben hier zwar ein bisschen, das Holzschwert können wir auch da lassen. Wir haben zwar hier ein bisschen, Holz, aber es macht ja keinen Sinn. Da müssen wir jedes Mal Holz pflanzen und das ist ein bisschen nervig. Wir gehen einfach mal in die Richtung, gucken wir mal, was wir noch so finden. Vielleicht findet man ja auch noch einen schönen Ort, einen besseren. Und vor allem halt muss man den ganzen Berg hier abgebaut werden. Das ist auch ein bisschen belastend, um alles auf eine Ebene zu kriegen. Laufen wir einfach mal da lang und ein Stückchen nach rechts. Das Zuckerrohr nehmen wir uns mit. So. Ich denke mal, dass wir irgendwann auch wieder ein Dorf finden werden. So, Futti nehmen wir uns natürlich auch mit. Neuer Futter. Dankeschön. Das macht aber mehr Sinn. Klar, der Ort war jetzt echt cool. Man hätte da überall Brücken bauen können und so. Aber wenn du halt kein Holz hast in der Nähe, das ist halt immer... Hier hinten haben wir Holz. Ja, gut. Aber wir werden schon noch einen coolen Ort finden, denke ich mal, wo wir bauen können. Weil hier links ist ja auch überall Wasser. Gucken wir mal. Auf der Map haben wir wenigstens auch gescheite Höhlen. So. Das ist ja das Schöne, man kann... Hier ist aber auch richtig geil, oder? Hier ist echt cool. Gibt es vielleicht noch ein bisschen Strand irgendwo? Da drüben. Und hier. Hier ist überall Wasser. Boah, hier ist echt cool zu bauen, ne? Drüben haben wir noch Zuckerrohr. Wir könnten theoretisch sogar hier dann bauen. Hier haben wir auf jeden Fall eine Menge Holz. Halt leider auch nur Birke. So. Ich hoffe, die Aufnahme leckt nicht zu sehr bei euch. Hier ist nur dieses komische Holz. Ja. Das ist Fichtenholz, also das mag ich nicht. So. Wo geht's denn da lang?
Ja, hier ist auch überall Wasser. Aber warum gibt es denn hier nur? Hier gibt es echt nur Birke, ne? Total strange. Birke und Fichte, hier gibt es auch noch ein bisschen Eichen. Das sind Schafe. Ui, hier ist doch eigentlich ein perfekter Ort, oder? Eieiei, hier ist doch einfach geil. Ich würde sagen, dann machen wir einfach hier. Bleiben wir hier. Ich muss mal kurz die Chance ein bisschen runterstellen. So. Na, gucken wir mal hier noch ein bisschen. Gut, dann würde ich sagen, stellen wir alles hier auf. Ah, wir haben unsere Kiste da gelassen, aber egal. Das ist jetzt nicht schlimm. Machen wir uns gleich mal eine neue Werkbank. Und eine neue Kiste. Machen wir uns einen Zweier, komm. So. Und da wir ja Kohle gefunden haben, können wir jetzt auch endlich mal gescheit unser Essen alles braten. So. Dann gib mir mal die Schaufel. Ja, aber leider haben wir keine Steine mehr. Und kein Eisen mehr. Wir brauchen unbedingt Eisen. Die Bäume werde ich wahrscheinlich eh nicht benutzen. Da haben wir. So. Machen wir es aber so. Und dann machen wir es einfach. Joa, ich würde sagen, ab hier dann, ne? So. Und dann ab hier hinten. Ist das groß? Ja, das ist definitiv groß genug. Sag mal so. Wahrscheinlich wieder zu groß, aber naja. Ich baue immer zu groß irgendwie. Das Problem ist, ich bräuchte unbedingt noch ein bisschen Eisen. So, weil wir haben ja hier auch, wir haben auch überall Eiche. So, haben wir noch Fackeln? Hier ist nichts. Gibt es hier irgendwo eine Höhle oder sowas? Weg mit dir. Niemand mag Fußpilz. Boah, Fußpilz ist so unangenehm, ne? Hattet ihr schon mal Fußpilz in eurem Leben? Ich hatte es jetzt einmal oder so, boah, das ist so unangenehm. Oh, ich höre einen Zombie. Ist hier irgendwo eine Cave? Steine habe ich auch noch. Ich hab noch 7 Steine. Es ist jetzt ein bisschen belastend. Hier ist halt auch nirgendwo eine Cave in der Nähe. Wir müssen dann sogar irgendwann mal strippen, meinen, glaube ich. Oder einfach da hinten dann an dem Berg reinbauen. Könnte man theoretisch auch mal, gib mal her hier. Hier hinten hatten wir ja irgendwo einen Berg, ne? Ja, sag mal, willst du mich verarschen? Es wird schon wieder dunkel. Hatten wir hier nicht irgendwo einen Berg? Bin ich gerade lost? Wo ist der Zombie? Ach, da. So.
Ist hier eine Cave? Da ist eine Cave. Nice. Ich hoffe, ich finde mal ein bisschen Eisen jetzt. Kohle. Komm schon, gönn doch mal ein bisschen Eisen jetzt hier. Nö, hat er gar keine Lust. Ja, klasse. Du bist aber nur Kupfer, ne? Kupfer. Nein, das ist Eisen, nice. Wie nur zwei Eisen, das war's? Das ist ja frech. Na toll. Hier geht's auch nicht weiter. Na gut, dann müssten wir uns da theoretisch irgendwann sogar mal eine Mine machen, wo wir einfach runter bauen. Auf Höhe 10 oder 11. Und dann dort Strip meinen. Das mache ich dann wieder, wie gesagt, außerhalb der Aufnahme. Hier haben wir auch nur Schafe. So, es war hier, ne? Ich brauche halt unbedingt noch Eisen. Dann machen wir einfach so. So, irgendwann müssen wir ja mal auf Eisen finden, oder? Machen wir uns hier so eine kleine Mine jetzt schon mal für den Anfang. Ach du Scheiße. Ach du grüne Neune. Was ist denn das? Ein Deep Dark oder was? Toll. Ich kenne die ganzen Biome nicht, Mensch. Okay, aber da will ich halt nicht unbedingt ohne Schild rein. So. So, wir können halt auch mal auf die andere Seite von dem Ganzen gehen. Da haben wir auch, da haben wir ja auch noch Sachen zu erkunden. So. Dann wird's pennen. Gute Nacht. Ja, guten Morgen. Ah, schöner Sonnenaufgang. So, jetzt sollten wir aber erstmal unser Haus ein bisschen vorantreiben. So, dich brauchen wir gerade nicht. Dich nicht, die fucking brauche ich. Die Kartoffeln können da rein. Das kann rein. Ein Räucherofen. So, gehen wir mal darüber und gucken mal, was es da drüben so gibt. Ui. So, hier gibt es auch noch Schafe. Kühe, nice, die können wir uns dann später mal holen. Jungs, badet ihr hier schön? Wo geht's denn da lang? Na? Ach du Scheiße. Fällt gerade auf. Scheiße, ich habe gar keine Erde mitgenommen. Nein. So. So, okay, das ist jetzt Kupfer, die Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen kann. Kupfer ist so eine Scheiße. Gut, hier ist halt eine Schlucht, ne, aber die bringt mir jetzt momentan leider auch nichts. Wo bist du, Kollege Schnüffel? Okay, über mir ist definitiv Lava. Das sollte ich nicht abbauen. Was sind das denn für krasse Caves, bitte? Okay, schade.
Hätte ja sein können. Na toll. Seit wann fällt der Sand denn immer runter? Aber Lavasee ist gut. Können wir uns dann sogar Obi besorgen. Und in Nether. Ah, da ist der Lavasee. Ah, nice. Okay. Müssen Uhr. Also die Kuh ist auch lebensmüde, oder? Die sind immer so ekelhafte Pilze. Naja, aber anscheinend soll es dann sein, dass sie jetzt gerade noch Eisen kriegen auf die Schnelle. Dann müssen wir halt bei uns echt gucken. Dann müssen wir uns da irgendwo eine Mine erschließen. Das kriegen wir schon hin. Das ist halt auch echt schön, ne? Das ist irgendwie alles hier schön. Dann nehmen wir gleich mal den hier mit. Den brauchen wir nämlich auch. Frag mich, warum es halt so wenig Eiche gibt und mehr Birke und Fichte. Schon krass. Da hinten haben wir noch ein Schwein. Ich glaube, wir müssen hier lang. So. Wo war denn jetzt unser Haus? Toll, ich habe mich wieder verlaufen. Man kennt's. Hundi! Ich glaube, ich habe aber da lang, da hinten gebaut, oder? Kann das sein? Ist ja jetzt belastend. Wenn ich jetzt hier nicht mein Haus nochmal finden würde. Oder was heißt Haus? Was ich angefangen habe zu bauen. Danke, Jungs. Alter, wie viele Hunde gibt es denn hier? Sehr heftig. Scheiße, wo? Oh, ich habe mich komplett verlaufen gerade. Nein. War das doch links vielleicht? Wir haben dann halt, hätten dann halt echt zwei Eisen und so verloren. Und die Sachen, die ich halt, die ganzen Kartoffeln und so, boah, belastend. Oder es war einfach nach rechts. Kann auch sein. War gut zu wissen, dass es hier schon mal so viele Hunde gibt. Schade finde ich, wir hatten in der anderen Welt so viele Tiere, wir hatten sogar Lamas. Na gut, irgendwann wird der scheiß Wandering Creator wieder kommen, ne? Dann können wir uns da auch wieder die Lamas schnappen. So. Wo bin ich denn hier hinge? Das gibt's doch nicht. So eine Scheiße. Muss ich hier vielleicht lang? Bin ich ja von da gekommen? Ich find es krass, wie man sich in Minecraft zu schnell verlaufen kann. Bin ich ja von hier irgendwo gekommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben uns komplett verlaufen und werden unser Haus nicht mehr finden. Echt belastend, Alter. Es kann doch nicht sein. Kann es doch nicht sein. Ich bin doch nicht so weit weggelaufen. Oder? Gut, irgendwann werden wir es vielleicht schon finden. Hoffe ich mal.
Hier ist auch nichts. Das gibt's doch nicht. Hier ist lauter Sand, aber... Aber sonst? Nö, hier ist halt auch nichts, ne? Habe ich das Bett dabei? Ich habe wenigstens ein Bett dabei, gut. Das ist jetzt halt echt ein bisschen belastend. Weil die Kartoffeln hätten wir uns so gut anpflanzen können und alles. Damit hätten wir uns dann auch Schweine und so holen können für unseren Bauernhof. Das ist jetzt ein bisschen belastend, wenn die weg sind. Und halt die zwei Eisen. Ich weiß, dass hier überall Pilze waren. Wir waren unten in der großen Schlucht. Und da sind wir doch rübergelaufen, oder? Und da schwindet hier so viel Essen gerade. Aber wir brauchen unbedingt einen Respawn-Enger, Dann einen Kompass und dann finden wir immer wieder nach Hause. Jungs, wisst ihr zu euch, wo mein Haus steht? Mein halb angefangenes... Ach, da ist es doch. Ah, wir haben es gefunden. Nice. Hallo? Ach, schön. Ich werde wahrscheinlich dann auch, vielleicht von da vorne hier so eine Brücke dort rüber bauen. Ah, die Kartoffeln, nice. Wenn die hier brauchen wir, warte mal. Die machen wir nämlich einfach hier rein. So. Ja, sieht schon nach was aus. So, dann können wir nämlich das so machen. Und dann können wir hier unser Haus ein bisschen weiter bauen. Ich würde sagen, wir machen es einfach so groß, oder? Huch. Ja, hier. Machen wir da die Türen rein. Ich glaube, das ist jetzt zwar nicht symmetrisch, aber... Naja, was soll's? 1, 2, 3. Ne, wir müssen durch hier noch eins weiter. So. Gut, aber ich würde sagen, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit.